Um 3.20 Uhr wurde die PI Kulmbach zu einem schweren Verkehrsunfall auf dem Kreuzstein, auch die B85, in Kulmbach gerufen. Ein PKW besetzt mit zwei jungen Männern aus dem Landkreis Kronach ist alleine beteiligt, von der Fahrbahn abgekommen und gegen eine Sandsteinmauer geprallt. Aufgrund offensichtlich überhöhter Geschwindigkeit ist der von Bayreuth kommende PKW zuerst nach rechts gegen den Randstein gefahren, um dann auf der linken Fahrbahnseite gegen die Mauer zu prallen. Bei dem Aufprall wurden beide Insassen schwerst verletzt. Der Fahrer, der 20-jährige Fahrer, wurde dabei aus dem Auto geschleudert. Der 19-jährige Beifahrer verblieb im Auto. Als die Polizei eintraf, gleichzeitig mit dem ersten Rettungsdienst, waren einige Zeugen und Ersthelfer vor Ort, die versucht haben, den beiden zu helfen. Die Alarmierung lautete Verkehrsunfall, Unterstützung des Rettungsdienstes. Bei Eintreffen stellte sich heraus, dass eine Person noch im Fahrzeug eingeklemmt war, worauf ich dann weitergehende Alarmierungen veranlassen habe, und um die Person eben zu befreien. Es war ein sehr hektisches Treiben, aber doch geordnet und sehr harmonisch im Zusammenspiel. Das hat wie ein Zahnrad das eine ins andere gegriffen, hat alles perfekt geklappt. Und viel Rettungsdienst, viel Feuerwehr natürlich auch vor Ort, um eben das ganze Geschehen hier abzuarbeiten.